Hallo, ich bin Nienke Feddersen und hinter der Kamera steht Freya Christiansen. Und wir haben heute die Interviewpartnerin Karin Jakobsen neben uns, die uns etwas zu unserem Projekt erzählt. Von einer Vorstellung zur Wirklichkeit, eine Lebensgeschichte zwischen 1945 und 1955. Ja, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin Karin Jakobsen, wohne in Holt, ursprünglich von Bovastedt. Und wie alt bist du? Ich werde in diesem Jahr 84. Hast du Geschwister? Ja, einmal Horst Hansen, der wohnt jetzt in Leck. Mhm. Dann Gisela Petersen, die ist gestorben. Und Christian Hansen in Bovastedt. Und wie alt sind die jetzt? Christian ist 80 geworden, ja. Ja, hast du eigene Kinder? Ja, 6 Stück. Ui, 6 Stück, das ist eine gute Anzahl. Und wie alt warst du, als du nach Bovastedt gezogen bist? 5. 41 sind wir von Flensburg nach Bovastedt gezogen, um da die Landwirtschaft weiterzumachen. Weil mein Onkel im Krieg gefallen ist, musste mein Vater die Bäckerei in Flensburg aufgeben und in Bovastedt die Landwirtschaft übernehmen. Und ja, wie war so dein Alltagsleben? Was gab es bei euch zum Frühstück? Da gab es Milch und Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, warme heutzutage Milch mit nicht mehr. Brot. Aber, nee, Milch ja. Und Brot sagten wir mal. Schulbrot, ja, da hatten wir unsere Dose am Ramsel für die Milch. Schulspeisung, ne? Mhm. Wie war dann allgemein die Schule? Wie lief die so ab? Was hattet ihr für Fächer? Oh ja, Deutsch und Rechnen, aber das war ja früher in der Kriegszeit ja viel Schulunterricht. Wir haben ja lange Zeit nicht zur Schule gewesen, weil die Russen in Ladelund waren. Weil die Schule belegt war mit den Russen. Und ich bin danach noch die ganze Zeit unten in den Lagerbaracken gewesen, da bei der Badeanstalt unten. Ja. Da war auch eine Schulklasse eingerichtet. Da bin ich dann von Bovastedt zu Fuß nach unten. Es waren eine Tour, 8 Kilometer. Krass. Wie viele Stunden hattet ihr? Ja. 4. Mir bestimmt nicht. Das war alles. Nichts Tolles. Nee. Und immer nur zu Fuß, ne? Das eine Jahr kriegten wir zu Weihnachten ein Fahrrad, aber da waren wir 3 Mann drum. Dann sollte immer einer ein Stück fahren und dann der nächste dahin laufen und das immer so umeinander. Aber das dauert nicht lange, waren wir alle auf ein Rad. Musstest du dann vor oder nach der Schule helfen zu Hause? Wir mussten bevor wir losgingen zur Schule, die Kühe mit links haben. Die sollten wir dann unterwegs, Karl und Feld, hinbringen und dann sind wir zur Schule weitergelaufen. Und wenn wir von der Schule zu Hause waren, haben wir auch noch draußen geholfen. Streuen, Rüben hacken, Kartoffeln sammeln, also ne. Früher Kartoffelmehl selbst gemacht. Das macht man heute ja auch nicht. Das stimmt. Und wie viele Kühe hattet ihr damals, weißt du das? 15, ja. Ui. 15, 20. Das war ja damals viel, ne? Das war damals. Mit der Hand gemolken auch. Hattest du in deiner Freizeit auch Freunde, mit denen du dann gespielt hast? Wir haben eigentlich nicht viel so. Wir haben viel mitgeholfen in der Landwirtschaft, ne? Da hat man dann. Ja, und da ging dann auch die ganze Zeit quasi für drauf. Ja. Viele Personen gehörten zu eurem Haushalt? Es waren Oma und Opa, Vater, Mutter und wir 4 Kinder. Und dann. Ja, dann wohnten da ja Flüchtlinge. Hattest du ein eigenes Zimmer? Nein. Nein. Mit der Schwester zusammen. Und wie war das so? Tja.
Wir haben in einem Bett geschlafen. In einem Bett sogar? Ja. Gab es nicht anders. Hattet ihr einen eigenen Garten? Ja. Der musste jeden Sonntag musste gehakt werden. Mhm. Die Wege. Und wie viele Flüchtlinge haben dann bei euch gewohnt? Eine Frau mit zwei Kindern. Mhm. Und nachher hat dann noch ein Einzelner gewohnt. Wie viele Jahre bist du dann zur Schule gegangen? 8, glaube ich. 8 Jahre. Und wir mussten immer ein Stück Torf mit im Ranzel haben zum Heizen für den Ofen in der Schule. Da gab es ja noch Ofenheizung. Mhm. Und weil wir den weitesten Weg hatten, durften wir danach beim Ofen sitzen. Ach, das ist ja jedenfalls nett gewesen. Okay. Mhm. Ja, und Schulbespeisung. Jeden Tag da unser Becher mit für die Suppe. Ach so, ja. Und gab es jeden Tag Suppe, oder? Ja, das gab es. Schokoladensuppe und Erbsensuppe und mhm. Doch, das war eigentlich immer nur Suppen. Aber für uns war das gut. Das war warm. Ja. Hast du irgendwie ein besonderes Erlebnis, was du noch weißt von der Schule? Ja, ich weiß, dass wenn wir zur Schule gingen, mussten wir ja immer beim KZ-Lager vorbei. Und dass sie da gestanden haben zu schaufeln und ja, wie nennt man die Aufseher da mit Peitschen gestanden haben. Mhm. Da haben wir uns ja gar nichts bei gedacht früher. Heute weiß ich nur, was los war, ne? Von den Eltern, da habt ihr auch nie drüber gesprochen, nee, so richtig. Da wurde früher sowas nicht. Mhm. Ich weiß bloß, meine Mutter ist viel mit gewesen und hat uns ungefähr bis zur Schule, wenigstens da vorbei und ja. Warst du dann außerhalb der Schule noch oft in Ladenlund oder gar nicht? Nee. Nee. Mhm. Also eher in Boberstedt. Ja, ja. Kannst du dich denn noch an ein besonderes Erlebnis von Dadelund oder Boverstedt erinnern? Ja, eigentlich nicht. Was einem noch im Kopf ist, so der Öxle, der wurde abgeholt als armer Mann da mit dem großen Lastwagen. Und dann waren wir als Kinder, sollten wir drinnen bleiben und hinter dem Fenster haben wir rausgeguckt. Warum solltet ihr drin bleiben? Ja, ich weiß es nicht. Da war ja so viel Soldaten und alles Mögliche, durften wir nicht raus. Das war nicht das Einzige, was ich so schrecklich fand damals. Hm, dass ihr nicht gucken durftet. Ja, und wenn wir so zur Schule liefen und so, wir mussten immer heilen, immer stehen bleiben, Hand hoch. Und wenn der Leichenwagen kam, dann mussten wir stehen bleiben. Wenn wir sahen, dass von Weiden der Leichenwagen kam, das war ja Pferd und Wagen damals, mussten wir stehen bleiben, dann durften wir so lange nicht in Bewegung, wenn sie vorbei waren. Ne? Ja. War der generell kirchlich angehaucht? Normal aus, ne. Ging man jeden Sonntag zur Kirche oder nee, nicht? Wir sind ja immer zu Fuß dann los. Mhm. Und wann habt ihr denn, oder habt ihr überhaupt ein Auto irgendwann bekommen? Ja, ganz spät. Wir nicht, Tante Emmy. Sie hatte ein Auto und die hat uns dann immer mitgenommen. Und sonst zur Schule sind wir auf dem Milchwagen gestiegen und mitgefahren, weil die Kannen, die waren ja warm. Mhm. Ich weiß noch, wie ich konfirmiert wurde. Kriegte meine Oma einen halben Schlag. Da musste mein Vater und meine Tante mit dem Wagen, Jumper nannte sich das früher, und fährt vor zur Konfirmation. Und meine Mutter musste dann zu Hause bleiben. Und wie ging dann dein Leben nach der Schule weiter? Dann bin ich in Stellung gewesen, also lernen gab es früher für uns ja gar nicht. Dann bin ich in Mädelbü gewesen in der Meierei, ein Jahr. Und dann bin ich ein Jahr in Waldkrug gewesen.
Und dann bin ich ein Jahr auf Amrum gewesen. Ja. Und welche Jahreszahl war das circa? Ja, das muss 56, 55, 56 sowas gewesen sein. Ja. Denn 57 wurden wir verlobt, ja. Und 59 geheiratet. Und wie habt ihr Weihnachten oder Geburtstage gefeiert früher? Wie haben wir Weihnachten in der Familie? Musste erst gesungen werden am Tambam. Ist anders wie heute. Das stimmt. Und Geburtstag, da haben wir dann, mit denen wir zur Schule gelaufen sind, haben wir dann Geburtstag gefeiert zu Hause. So mit den Jungen von Kolonie und Karlumfeld. Bist du zu Konzerten oder zum Tanz gegangen? Nee. Gar nicht? Nee. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das Interview. Ja.